Wir werden mit Ahmed Ham sein Projekt fertig machen. Und das ist der. Was meint ihr? Ahmed Ali. Und Ahmed Ham wird auch nicht das letzte Projekt sein, so nebenbei. Sollen wir jetzt mal raushauen, was wir eigentlich als nächstes Projekt machen? Ja, komm, zeigen wir es. Das nächste Projekt wird natürlich mit Ahmed Ham sein, weil das kam so gut rüber mit meinem Bruder, dass wir gesagt haben, wir werden ein neues Projekt starten, aber davon werden natürlich nicht so viele Videos kommen. Wir werden mit Ahmed Ham sein Projekt fertig machen und das ist der. Was meint ihr? Ahmed Ali, was meinst du? Ein Golf 1 GTI. Ein Golf 1 GTI. Ur-GTI. Ur-GTI. Fast fertig lackiert, alles gemacht, fehlen nur noch ein paar Teile zum Lackieren, ein paar Teile müssen gekauft werden. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Golf 1 GTI mit 110 PS, Baujahr 78. Aber kein normaler GTI? Ur-GTI. Ur-GTI, Baujahr? 78. 78, das ist der mit den kleinen Scheinwerfern. Rückleuchten. Ja, und wir haben ja schon gesehen, du hast schon ein paar Sachen gemacht. Kannst du mal ganz kurz grob erklären, was du an diesem Auto gemacht hast? Ja. Haben wir ein, zwei Fotos, was ich einblenden könnte? Das weiß ich nicht. Ja, also wenn ich weiß. Das Abschlussblech ist neu reingekommen, weil die im großen Abschlussblech. Ja. Ich habe schon den Himmel neu bezogen. Oh, wie habt ihr das gemacht? Neu. Von wem? Selber. HDB? Selber. Wow, sehr so, schön. Das Fahrzeug wurde komplett heruntergeschliffen, alle Rost gehandelt, Originalreifenfelgen. Was ist das? BBS? BBS, zweiteilig vom VW. Wir haben den Abschlussblech freundlich vorne erneuert, weil die auch einen anderen hatten. Das ist ja eingeschweißt, ne? Also richtig. Raus und rein. Der Motor wurde komplett general geholt. Das sind die Sitze. Sitze sind vom Safra wieder zurückgekommen. Ach, die Sitze sind neu. Neue Sitze. Und der Motor wurde komplett general überholt. Der steht da hinten übrigens. So. Der Motor wurde komplett general überholt. Ja. Das Fahrzeug wird eigentlich wie neu. Ein paar Teile müssen noch lackiert werden, ein paar Teile habe ich noch nicht gefunden, die muss ich noch finden. Da fehlen eigentlich nur noch die Aber originale da kommen originale Stoßdämpfer rein. Ja. Was da noch ist, da fehlen nur noch die Stoßstangen, vorne und hinten Metallstoßstangen, eine Abdeckung innen drin, der Teppich und hinten die Hutablage. Das fehlt. Und Benzinleitung müssen wir noch reinsetzen. Aber Benzinleitung können wir ja selber machen. Ja, also ganz ehrlich, Ahmed Ham, ich freue mich auf dieses Projekt. Wenn ich jetzt mein Projekt, das ist Ahmed Hams Projekt, ich begleite ihn bei diesem Projekt. Mit dem Projekt habe ich vor 3 Jahren angefangen. Vor 3 Jahren hast du ja angefangen? 3 Jahren. Ja, aber ich meine, du bist ja auch sehr weit gekommen. Der Motor ist fertig. Schöner. Jetzt halt ihn nur noch zusammen, ja. Sozusagen. Parteien noch lackieren, zusammenbauen. Ja. Mir ist das eigentlich nicht. Nee, also ganz ehrlich, ich bin gerne dabei. Also ich würde dir gerne bei diesem Projekt helfen. Man sieht ja, das wurde lackiert, komplett, hier von uns. Aber ist das jetzt lackiert oder ist das jetzt gefüllert? Das ist lackiert. Ach, der ist so. Ist lackiert. Und das ist Dreck, weil er schon... Ich denke ganze Zeit, das Ding ist gefüllert. Nein, das ist jetzt Dreck oben drüber, aber wenn du jetzt nicht so guckst... Sehr schöne Farbe, sehr schöne Farbe. 90E vom VW, die Originalfarbe, den habe ich nicht lackiert. Den haben die Lackierer von uns gemacht, aber die ganzen Vorarbeiten habe ich gemacht. Aber Schweißarbeiten, Spachtelarbeiten. Ja, ne, ich muss sagen, 1A. 1A, alles 1A. Ich sehe gar nichts, was ich bemängeln könnte. Ja, der Lack ist perfekt. Belgen habe ich selber lackiert. Schrauben waren die auch so? Nein, die waren nicht so. Ich habe den Kranz weggeschickt zum Reparieren und die Felgen habe ich selber lackiert. Die Schrauben aufgebohrt, neue Schrauben reingemacht. Was heißt Schrauben aufgebohrt? Was meinst du damit? Die sind ja alle abgerissen. Beim Montieren oder bei demontieren? Ah, die ganzen Schrauben sind abgebrochen. Die sind alle aufgebohrt und neue Schrauben reingekommen. Boah. Was ist das denn für Reifen? 195? 195er, damals der Knaller. Der Knaller, die breitesten Felgen. Du hattest auch mal einen Golf 1 gehabt, ne? Ja. Das war 90er Jahre? 89. Und ich kann mich auch erinnern, dass du damals einen nagelneuen E30 gekauft hast. Richtig. Ne? Das war den in Silber, den du später Zellmann geschenkt hast. Blau. Da war ich ja dabei, wo du den Nagel neu abgeholt hast. Ja, Silber. Da war ich dabei. Das war auch irgendwann 90er, 91? Nach dem Golf. Das war Ende 89. Ende 89. Ja. Da kann ich mir noch sehr gut erinnern. Die haben natürlich, mit uns haben die nie geredet. Die haben einfach nur, wir gehen jetzt weg. Sind weggegangen und dann hat mein Bruder auf einmal ein Auto gehabt. Und da waren wir dann drinnen und dann sind wir damit nach Hause gekommen. Das weiß ich noch. Den hat er Nagel neu damals geholt. Bei Gubin. Bei Gubin? BMW Gubin. Wattenscheid. Krass.
Was hast du dafür bezahlt damals? Ich weiß, mein Vater hat bezahlt. Ich glaube 15.000 Mark. Ich kann mich so erinnern, Mark. Mehr. Mehr? Nein. Doch, 29.000 würde beschrieben. Was? Ja. Wie, Mark? Mein Vater kauft dir 29.000 Mark Auto, warum krieg ich nichts? Warte. Hallo, ich habe nicht mal ein Fahrrad bekommen. Erst muss das mal gewaschen werden. Der steht schon wirklich ein Jahr oder jetzt anderthalb Jahre nichts getan hier rum. Ja. Den werden wir mal waschen und irgendwann rüber in die Werkstatt holen. Ja. Dann müssen wir den anfangen. Ja. Also ich verspreche dir aber, du sagst mir, also wir haben so vor, dass wir im Monat Minimum 2 Videos davon raushauen. Ja. Ich begleite dich dabei. Nein, das ist ja dein Projekt. Ja, ich will den nächstes Jahr fahren. Ja, ich begleite dich einfach bei dem Projekt und ich helfe dir dabei. Wenn du sagst, du brauchst Hilfe, dann helfe ich dir dabei. Nee, ich fühle mich geehrt. Also das Fahrzeug wird wie neu. Alle vier Scheißteile kommen neu. Ja, aber werden wir sehen. Also ich freue mich. Was meint ihr? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Lust drauf habt. Nee, weil ihr müsst ja natürlich entscheiden, da draußen. Aber ich glaube, ein UGTI wieder ins Leben zu rufen, das macht man nicht immer. Also ich freue mich auch mit Arbeit.